Österreichs Herren-Nationalteam hat bei der abgelaufenen Hallenhockey-Europameisterschaft den Titel eingefahren und sich ausgerechnet gegen den Gastgeber aus Deutschland im Endspiel durchsetzen können. Bei Österreichs Damen landet man am Ende auf Rang 4 und schrammt somit ganz knapp am Podest vorbei. Trotzdem freut es mich ganz besonders, zwei Vertreter der jeweiligen Teams heute hier begrüßen zu dürfen. Zunächst mal den frisch gebackenen Europameister Sebastian Eitenberger und auch Luisa Mayer. Servus. Hallo. Hallo. Sprechen wir vielleicht zuerst mal über den großen Erfolg, Sebastian. Gib uns einen Einblick in die Psyche. Wie war die Stimmung vor diesem Turnier? Wir haben uns natürlich schon gefreut auf das Turnier, weil wir halt wussten, dass wir große Chancen haben, den Titel zu gewinnen. Und dass es am Ende klappt, ist natürlich umso schöner. Bei dir, Luisa, mit welchem Gefühl, mit welcher Erwartungshaltung ist man im Vorhinein reingegangen? Was war realistisch im Vorfeld? Realistisch war auf jeden Fall, dass wir da irgendwie mal um den dritten Platz mitspielen können. Ich glaube, die Stimmung war einfach riesengroß, riesengroße Freude einfach auf das Turnier und das einfach mal spielen zu dürfen. Hat man ja auch nicht alle Jahre. Ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Und damit Sie auch einen Einblick bekommen, wie das Endspiel der Herren ausgesehen hat gegen Gastgeber Deutschland, nehmen wir Sie nochmal mit auf die Reise und werden das Ganze jetzt einspielen und auch von Sebastian und Luisa mitkommentieren lassen. Hier sehen wir schon den Einlauf. Wie groß war das Kribbeln vor diesem Endspiel? Wie sehr bist du solche Ausnahmesituationen auch gewohnt in deiner Karriere? War jetzt natürlich nicht das erste Endspiel, aber trotzdem ist natürlich immer eine gesunde Anspannung dabei. Dass man natürlich nicht so nervös ist wie beim allerersten Mal, ist auch irgendwo klar. Aber trotzdem freut man sich. Und Luisa, du bist im Publikum gesessen. Wie sehr fiebert man da auch mit, wenn man weiß, die Burschen sind drauf und dran, den Europameistertitel einzusacken? Sehr, auf jeden Fall. Es war auch ein bisschen ein komisches Gefühl. Nachdem es in Deutschland, in Hamburg, gegen Deutschland war, war die Halle gefüllt mit deutschen Zuschauern. Und die Einzigen, die gejubelt haben, waren wir, der kleine Österreich-Block so ungefähr. Also es war schon ganz cool auch zum Anschauen. Und jetzt sehen wir auch diesen ersten Gegentreffer, Sebastian, durch einen 7-Meter. Ja. Wie war da die Gefühlslage nach diesem 0-1? Man hat gewusst, man hat noch genug Zeit auf jeden Fall. Ja, also in der Halle sind 1, 2, 3 Tore Rückstand eigentlich auch schnell aufzuholen. Also ist es möglich. Von dem her war es jetzt nicht so schlimm, aber natürlich ist es besser, wenn man nicht in Rückstand gerät. Aber wir haben es zum Glück eh noch in der ersten Halbzeit ausgleichen können. Genau, die Deutschen trotzdem mit sehr, sehr guten Möglichkeiten. Dieser Support, den du angesprochen hast, die Österreicher natürlich in Unterzahl in dieser Halle. Inwiefern hat man auch das Gefühl bekommen, dass die Deutschen versuchen, diesen Heimvorteil zu ihrem Gunsten auszunutzen? Schon sehr. Also es war bei jedem Angriff von den Deutschen riesige Stimmung in der Halle. Und sobald die Österreicher den Ball hatten, ist klassisch im Sport irgendwie dann nicht mehr die Unterstützung da gewesen. Aber ich finde, die Burschen haben das super umgesetzt und gegen so eine Halle, gegen so eine Wand sich da durchzusetzen, muss man ja auch erstmal schaffen. Und dann der Ausgleichstreffer durch den Doppeltorschützen, Fabian Unterkircher, Man of the Match, ganz klar. Was hat der für eine Tagesverfassung mitgebracht? War das 10 von 10 quasi? Ja, ist ja auch Spieler des Turniers geworden. Der ist schon sehr gut, muss man dazu sagen. Und er war natürlich der entscheidende Faktor in dem Spiel, muss man ganz klar sagen. Genau, und dann neigt sich das Spiel langsam aber sicher immer weiter dem Ende zu. Auch Michael Kapper, ich glaube, Top-Torschütze bei den Österreichern mit 14 Treffern. Ja. Generell, beschreibe mal so das Team, diese Homogenität. Warum seid ihr so stark als Einheit? Also man muss schon sagen, dass wir uns schon relativ lange kennen. Ich kenne ein paar Spieler schon fast mein ganzes Leben lang. Man ist zusammen aufgewachsen, man hat zusammen die Jugend verbracht. Und das ist schon ein Unterschied, wenn man sich zum Beispiel eine deutsche Mannschaft anschaut, die dann halt vor einem Turnier zusammengewürfelt wird. Wir kennen uns schon ewig, wir kennen uns einander am besten und das schweißt dann schon auch zusammen und ich glaube, in solchen Momenten ist das auch ganz wichtig. Ja. Luisa, was hast du dir gedacht, so eine Minute vor Ende, als dieser zweite Ball dann auch noch verwandelt wurde? Warst du dir dann ganz, ganz sicher, dass sie das über die Zeit bringen? Ja, auf jeden Fall. Also nachdem die amtierende Weltmeister noch zu dem Zeitpunkt gerade sind, habe ich mir schon gedacht, dass die Souveränität der Mannschaft das schon über die Bühne bringt, die letzten 50 Sekunden auf jeden Fall. Wie groß war dann trotzdem die Last, als der Schlusspfiff ertönt ist? Sehr groß. Man hat sich schon sehr gefreut, ja. Wie man sieht. Da sehen wir natürlich eine Jubeltraube, ein Jubelhaufen, die Emotionen, die natürlich überhand nehmen. Wie war dann auch die Siegesfeier? Müsste jetzt nicht ganz, ganz intensive Einblicke geben, aber ist dann ein bisschen Alkohol im Pokal gelandet? Ja, ja. Das hatte damals schon Tradition, als wir ihn vor 4 Jahren gewonnen haben und das wurde auch an diesem Abend so weitergeführt.
auf jeden Fall ein sehr schöner Erfolg. Sabah Hasun, euer Kapitän, stemmt dann den Pokal in die Höhe. Ein riesengroßer Erfolg und der dritte EM-Titel nach 2010 und 2018 für die Herren. Also ein wunderbarer Abschluss, das am Sonntag gegen den Gastgeber aus Deutschland und das Ganze in Hamburg. Dann besprechen wir vielleicht mal auch, was die Frauen vielleicht auch versäumt haben. Ich habe nachgeschaut in den Gruppenspielen Nummer 1 und 2. Habt ihr zwei hohe Niederlagen gegen Deutschland und die Niederlande kassiert. Natürlich schlecht für die Psyche, trotzdem seid ihr wieder aufgestanden. Wie war trotzdem so die mentale Haltung nach diesen Auftaktniederlagen? Ich glaube, wir sind alle schon mit einem gewissen Gefühl reingegangen, dass halt Deutschland und Holland durchaus eine Übermacht noch ist. Und wir einfach da unser bestes Hockey auf den Platz bringen wollten und dass das dann hoch ausgeht, das war irgendwie ein bisschen absehbar. Und es hat natürlich auch unsere Torfrau, die Stella, extrem gut da hinten noch Halt gegeben. Aber für uns war klar, das Turnier startet für uns quasi am Donnerstag nochmal neu gegen Tschechien. Und da haben wir die Leistung am Platz gebracht, haben die ersten 3 Punkte eingefahren und ab da war wieder der Weg nach oben, ganz klar. Sebastian, wenn du jetzt diesen Weg der Damen hernimmst, habt ihr einen guten Start gehabt, das letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande dann verloren. Wie hast du das von außen gesehen, was die Frauen dann abgeliefert haben nach diesem herben Rückschlag zum Start? Gut, also ich finde natürlich, man kann gegen Deutschland und Holland auch mal hoch verlieren, das ist keine Schande. Aber ich finde, sie haben sich übers Turnier dann gesteigert und waren auch im Spiel um Platz 3 nicht chancenlos. Also sie hätten durchaus mit ein bisschen mehr Glück auch den dritten Platz holen können. Die Ukraine war, glaube ich, schon in der Gruppe der Gegner, wo ihr 2-2 gespielt habt und dann im Spiel um Platz 3 dieses 0-1. Wenn man die Spiele vielleicht vergleicht, waren sie ähnlich auf Messerschneide, wie man so schön sagt, oder habt ihr vielleicht auch eine schlechtere Tagesverfassung im Finale gehabt? Ich würde eigentlich sagen, das war ähnlich, wirklich einfach auf Messerschneide. Also man kann den Treffer machen, man kann einen Treffer kassieren. Das ist immer das Quäntchen Glück, der Ball rollt über die Linie oder auch nicht. Es war halt einfach an dem Tag nicht bei uns und muss man halt, ist leider im Sport so, man wartet dann wieder sehr lange auf die nächste Chance. Aber it is what it is im Endeffekt. Und ich glaube, wir haben uns da nicht schlecht präsentiert. Also wir können da trotzdem stolz sein, auch wenn es 0-1 dann unglücklich ausgeht. Und letztendlich dann der vierte Platz. Bei euch würde ich auch gerne auf die Gruppenphase noch mal eingehen. Auf die letzten beiden Spiele, Deutschland, glaube ich, 7-6 besiegt. Mhm. Hätte man diesen Sieg nicht eingefahren, hätte man vielleicht gegen die Niederlande wieder gewinnen müssen. Wie wichtig war auch dieser vorletzte Gruppensieg, wo man schon weiß, man steht wahrscheinlich im Endspiel oder definitiv fast? Ja, der war schon wichtig. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum wir das letzte Spiel dann so deutlich auch verloren haben, weil dann wir wussten halt schon, dass wir im Finale sind, egal was passiert. Ist natürlich dann nicht schön, aber das ist irgendwo auch verständlich, dass man da nicht mit 100% in das letzte Spiel reingeht. Aber er war schon sehr wichtig, eben um den Druck dann am Abend im letzten Spiel nicht zu haben. Luisa, abschließend, bevor wir in die Werbung gehen, die beste Platzierung bei einer Europameisterschaft für die Damen war 1998, da ist man Dritter geworden. Jetzt mit diesem vierten Platz, du sagst, mit diesem Ergebnis kann man durchaus leben. Gab es trotzdem große, große Enttäuschung oder ist der Hockeysport dann auch so, dass man sagt, man steht am nächsten Tag wieder auf, putzt sich die Hände ab und sagt, es geht weiter? Die Enttäuschung war auf jeden Fall groß. Also, welcher Sportler verliert gerne? Die Medaille wäre auf jeden Fall ein schönes Übergepäck gewesen, aber wir haben, wie gesagt, auch noch eine Weltmeisterschaft vor uns und da haben wir auch noch sehr viele anstrengende Spiele, die wir natürlich genauso gut meistern wollen und genauso meine Medaille mitspielen wollen. Also das Leben ist nicht vorbei und es gibt immer ein nächstes Turnier. Und auch unsere Sendung geht dann in Kürze weiter. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück, wagen dann natürlich einen Ausblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft und wir werden die Sportarten Hallenhockey und Feldhockey ein bisschen auseinandernehmen, schauen, was die groben Unterschiede sind und warum Österreich hier noch keine geltende Rolle spielt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Sporttalks mit den Hallenhockey-Europameistern bzw. dem Meister, nämlich Sebastian Eitenberger und der viertplatzierten Luisa Meyer. Servus. Jetzt haben wir uns Hallo. Über das Vergangene unterhalten, was ihr erlebt habt. Die Herren haben den dritten EM-Titel geholt, ihr habt auch einen zufriedenstellenden vierten Rang am Ende erzielt. Jetzt wollen wir vielleicht mal die Sportart auch ein bisschen unter die Lupe nehmen, denn Österreich spielt im Hallenhockey eine Rolle, aber beim Feldhockey noch nicht so wirklich, was jetzt große Erfolge und Medaillen betrifft. Beginnen wir vielleicht mal bei dir. Luisa, warum bist du denn der Meinung, dass man vielleicht beim Feldhockey nicht mithalten kann, weil es natürlich mehr Spieler braucht und es in der Breite fehlt? Das wird durchaus einer der größten Gründe sein. Also im Vergleich zu großen Hockeynationen wie Belgien, Holland, Deutschland ist einfach, es gibt nicht diese Dichte an Vereinen und nicht die Dichte an Spielerinnen.
allein im Damenbereich, es gibt eine Bundesliga und es gibt eine zweite Liga und in der zweiten Liga ist auch schon sehr mickrig alles besetzt. Also da hat man nicht mehr viel Auswahl an den Spielerinnen und die besten Spielern und der Rest muss sich das irgendwie erarbeiten oder lange darauf hintrainieren. Also das dauert dann ein bisschen und da ist dann natürlich ein riesen Nachteil im Vergleich zu diesen eben schon bekannten Hockeynationen, dass man da einfach nicht so einfach Leute ersetzen kann und nicht so einfach auf andere Menschen zurückgreifen kann. Welche groben Unterschiede, Sebastian, gibt es zwischen Hallen- und Feldhockey? Ist es auch so, dass man als quasi Hockeyspieler Feld- und Hallenhockey vereint oder entscheidet man sich gezielt für eine Sportart? Nein, entscheiden tut man sich eigentlich nicht. Also in Europa ist es so, dass man im Winter, wenn es draußen kalt wird, dann wird der Platz nicht mehr bespielbar draußen, dann geht man in die Halle. Das heißt, das ist immer ein schöner Ausgleich auch, finde ich, zum Feldhockey, dass man dann im Winter in die Halle geht. Und die Unterschiede sind, dass das Feld draußen größer ist, dass man hat doppelt so viele Spieler. Von den Regeln unterscheidet sich es ein bisschen, weil man den Ball hochspielen darf. In der Halle darf man nur flach spielen. Und die Athletik ist dann auch eben eine entscheidende Rolle, wo es dann, glaube ich, auch die größten Unterschiede macht zwischen uns und den etwas größeren Nationen. Luisa, siehst du Licht am Ende des Tunnels, was Erfolge auch im Feldhockey betrifft? Oder muss man das vielleicht die nächsten Jahre auch den Niederlanden, Deutschland und so weiter ein bisschen überlassen, was jetzt die Medaillenfrage auch betrifft? Die Medaillenfrage, glaube ich, können wir auf jeden Fall noch eher in den Händen der Großen lassen. Ich glaube, dass wir aber einen Riesenschritt schon vorwärts machen. Also wir trainieren 1 bis 2 Mal die Woche beim Krafttraining, sind gemeinsam beim Hockeytraining, versuchen da als Mannschaft zusammenzuwachsen und einfach auch die persönlichen als auch sportlichen Dinge irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sich immer wieder verbessern und irgendwann schaut dann vielleicht auch mal eine Medaille am Feld heraus. Sebastian, jetzt hast du mir im Vorfeld erzählt, dass speziell der Hallenhockeysport auf die Bundeshauptstadt mehr oder weniger konzentriert ist. Wiener Neudorf hast du, glaube ich, gemeint, Luisa, ist so die weiteste Fahrt, die man hat, ist schön und schade zugleich, würde ich mal behaupten. Auf der einen Seite spart man sich lange Fahrten nach Vorarlberg, auf der anderen Seite wäre es natürlich super, wenn sich das auch bundesländerübergreifend ausweiten könnte. Wie siehst du da die Zukunft? Glaubst du, dass der Hockeysport in der Lage ist, das zumindest auf mehrere Bundesländer auszuweiten? Es wird eh schon versucht, auch in den letzten Jahren das auszuweiten. Der Erfolg ist leider noch nicht so groß. Also es wird dann viel in Schulen gegangen. Es gibt Schülermeisterschaften, wo wirklich auch viele Kinder aus anderen Bundesländern dabei sind. Aber so wirklich den Sprung dann in die Bundesliga schaffen die meistens nicht. Da kommen dann vereinzelt mal 1, 2 Spieler, die dann eben zu größeren Vereinen nach Wien wechseln. Aber dann hat man wieder das Problem von vorher, sie spielen in Wien und in den Bundesländern wird es nicht größer. Luisa, wenn man vielleicht auch so diese Nachwuchsetage auch noch dazu nimmt, du bist selbst auch in jungen Jahren eingestiegen, hast dich dem Sport vielleicht dann auch irgendwo verbunden gefühlt. Was hat sich da deiner Meinung nach verändert, beziehungsweise was könntest du jemandem raten, der mit 10, 12 Jahren sagt, hey, das wäre genau meins? Einfach dranbleiben, glaube ich, ist das Wichtigste. Also es gibt, glaube ich, bei jedem Jugendlichen immer irgendwann die Phase, wo einfach die Hobbys irgendwann ein bisschen hinterfragt werden und ob sich das alles lohnt, die Zeit denn zu investieren. Und genau solche Turniere, wie wir sie jetzt spielen oder auch in der Bundesliga, wenn man da Erfolge feiern kann, genau das lohnt sich und genau dafür arbeitet man. Und wenn man halt einmal nicht zum Training gehen möchte, dann versteht man das, aber man sollte halt irgendwie am Ball bleiben und da Gas geben und dann schaut am Ende auch immer irgendwie was Positives dabei raus. Und im besten Fall ein schöner Pokal. Ein schöner Pokal und ich glaube umso ehrenwerter, weil Österreich jetzt keine Profiliga an sich auch hat. Es gibt natürlich den einen oder anderen Legionär, der in Deutschland oder eben woanders sein Geld verdient. Wo siehst du da vielleicht auch Nachholbedarf, dass sich Österreich ein bisschen professionalisiert, um auch langfristig mithalten zu können? Ich glaube genau das sollte, finde ich, auch der Weg sein, dass eben die Talente ins Ausland gehen, weil dort die Liga einfach besser ist. Dort kriegen die zwar auch nicht wirklich viel Geld bezahlt, aber immer ein bisschen was. Und das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, extrem verbessert. Allein von der jetzigen Mannschaft spielen, glaube ich, bei uns, ich glaube, 7 oder 8 Spiele in Hamburg. Also das ist dann schon ein Unterschied, ob die im Ausland spielen oder eben in Österreich.
Luisa, ich übergebe gleich die Frage an dich. Wie siehst du die ganze Situation in Österreich? Man feiert große Erfolge auf Nationalmannschaftsebene, aber hat trotzdem noch nicht geschafft, im eigenen Land eine richtige Profiliga zu etablieren, wo man sagt, man kann vielleicht auch davon leben. Ich glaube, grundsätzlich würde Wien die Qualitäten zu einer Hockeystadt schon auch haben. Das Problem ist ganz einfach, dass da leider noch zu wenig Förderungen und zu wenig Geld dahinter steckt, dass man da irgendwie die Liga schmackhaft machen kann, vor allem eben für deutsche Spielerinnen oder Spieler, die in Deutschland deutlich bessere Ligen haben. Ich glaube, das muss sich einfach über die Jahre entwickeln und wir arbeiten hart daran, wir Wiener oder wir Österreicher, dass sich das einfach bessert. Muss man einfach leider abwarten, ein Stück. Aber gut, mit solchen Erfolgen kann man natürlich dem Ganzen nur positiv entgegenwirken. Abschließend redet man natürlich auch über die bevorstehende Weltmeisterschaft. Das heißt, mit Keksal essen vor Weihnachten ist weniger, Sebastian, oder wie schaut es da aus? Ja, ein bisschen schon. Nein, natürlich geht es jetzt natürlich weiter. Wir haben jetzt am Wochenende nochmal Bundesliga in Österreich. Dann ist eine kurze Weihnachtspause, dann haben wir noch ein Trainingslager. Dann gibt es noch ein Vorbereitungsturnier, damit die Liga in Österreich fertig spielt und dann geht es nach Südafrika. Also der Terminplan ist voll. Bei dir ähnlich oder nimmst du dir vielleicht mal ein bisschen Auszeit, lässt die Weihnachtstage über dich ergehen und dann geht es ab in die Vorbereitung? Eigentlich sehr ähnlich. Also viel Auszeit ist da nicht. Mit Lehrgängen, Turnieren, dann spielt dazwischen noch unsere U21 ihre Europameisterschaft. Also da ist eigentlich der Terminplan voll. Da bleibt vielleicht nur ein bisschen Zeit am Weihnachtsabend, aber das war es dann auch schon wieder. Anfang Februar geht es dann ab nach Südafrika, auch ein Land, wo man wahrscheinlich gerne mal hin möchte, nicht nur als Tourist, sondern auch um eben bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Wie ist denn da die Erwartungshaltung jetzt nach diesem Europameistertitel? Zählt da vielleicht nur ein Platz am Stockerl oder muss man gegenüber anderen Nationen ja, mal abwarten, ob man qualitativ dann auch mithalten kann? Nein, also wir sind ja auch Titelverteidiger. Also wir gehen ganz klar in das Turnier, das zu gewinnen. Das ist das Ziel. Ist auch die erste Weltmeisterschaft außerhalb Europas in der Halle. Von dem her wird das, glaube ich, auch ganz interessant, wie das auf einem anderen Kontinent ist, mit den Zuschauern, mit den Gegebenheiten. Und Südafrika ist natürlich ein tolles Land. Da freut man sich besonders drauf. Luisa, bei euch jetzt nach diesem vierten Rang bei der EM, der euch im Nachhinein gesehen, ein bisschen reflektierend, doch positiv stimmt, weil einiges auch positiv gestimmt hat. Wie ist da die Erwartungshaltung? Voller Angriff oder wäre es eine Überraschung, wenn man sich unter den Top 3 einfinden könnte? Als Überraschung würde ich es gar nicht so sehen. Also ich glaube, wenn wir da unser Spiel ansetzen, so wie wir jetzt aufgehört haben bei der EM, dass wir da schon einiges erreichen können. Und wenn jeder seine 100% oder vielleicht auch seine 120 gibt, ist da schon einiges rauszuholen aus dem Turnier. Also wir sind da auf jeden Fall, wir gehen da nicht als die Underdogs jetzt rein. Ich glaube, wir wollen zeigen, was wir können und werden da Gas geben und um die Medaillen mitkämpfen. Wir freuen uns hoffentlich auf einen nächsten Pokal. Weitere Medaillen, Luisa und Sebastian, besten Dank für euren Besuch hier im Studio. Und für Sie, liebe Zuseher, heißt das Anfang Februar wieder mitfiebern. In Pretoria geht dann die Weltmeisterschaft über die Bühne. Und Sie sehen diesen Pokal hier, der stammt aus Deutschland von der Europameisterschaft. Also ein rot-weiß-roter Erfolg ist wieder durchaus möglich. Bis zum nächsten Mal.